Herzlich willkommen zurück zu Margenach Deluxe, meine lieben Freunde. Heute wird es wieder Zeit für ein FAQ-Special. Ich wollte es schon letztes Mal machen, aber ich dachte, ich rede erstmal über Avengers Infinity War, so um euch zu erzählen, warum ihr spätestens gestern ins Kino hättet gehen sollen, falls ihr Interesse am MCU habt, weil es absolut episch ist und ich mich mega drauf freue. Aber gut, wie gesagt, machen wir heute die beiden Q&A-Special. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr Fragen an mich habt oder Fragen, die ihr an mich stellen wollt, dann folgt entweder dem Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu AskFM und könnt mir weitere Fragen stellen. Oder ihr geht auf Twitter unter dem Hashtag FragCaleb oder FragCaleb. Also nicht fragt, sondern FragCaleb. Und dann werde ich eure Fragen sehen und kann sie dort beantworten. Okay, gut. Zunächst mal habe ich zwei Fragen auf AskFM, die ich beantworten möchte. Findest du es schade, dass die Pokémon Days von der Kids Store abgelöst wurde? Kann das bis heute immer noch nicht verstehen, denn die Pokémon Days auch perfekt für Kinder waren, meiner Meinung nach. Ja, also absolut. Also ich meine, die Pokémon Days waren sogar in vielen Teilen auf Kindern oder auf Kinder ausgelegt. Also es gab immer unterschiedliche Ideen, wie das umgesetzt wurde, aber die meisten Stationen, die aufgebaut wurden, waren auch schon so simpel gehalten, dass Kinder sie problemlos lösen konnten. Und damit hatte ich auch nie ein Problem, weil es immer noch die Möglichkeit gab, sozusagen für andere oder auch für Ältere, sich dort wohlzufühlen. Und man dann eben eigene Ecken aufsuchen konnte, sich selbst mit ein paar Sachen beschäftigen konnte. Wie gesagt, die sahen immer ein bisschen anders aus von der Aufmachung, aber trotzdem, es war mehr oder weniger ein Mix für beide, sag ich mal. Und es gab da große Community-Treffen, die große Communities, die dabei überhaupt entstanden sind. Ich meine, ich persönlich war ja auch das erste Mal mit 12 dort, 2004. Und von daher war ich schon auch ein Kind, das erste Mal, als ich dort war. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre ich da erst als Erwachsener gekommen. Und auch als Kind konnte ich mich da wunderbar beschäftigen. Also von daher, ja. Ja, ich finde es schade und ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, warum man damit aufgehört hat. Weil es immer ein ziemlich großer Erfolg war. Und gerade dann in dem Zeitpunkt, als X und Y rauskam, bei dem das ganze Tauschsystem so viel einfacher ist. Ja, plötzlich kann man Freundescodes registrieren und hat dann sich gegenseitig in der Kontakt-Safari und kann über lange Distanzen miteinander problemlos und schnell tauschen. Der 3DS hat da so viel geboten, aber man hat sich dazu entschieden, das genau dann abzuschneiden. Und es ist einfach merkwürdig, weil ich ja parallel auch immer wieder das Gefühl habe, dass Pokémon ein bisschen an Qualität verloren hat, die die Serie früher hatte. Nicht, dass ich X und Y und Sonne und Mond jetzt nur schlecht finde, aber ich finde, dass sie einfach seit Generation 5 in einer kleinen Abwärtsspirale sind und ein bisschen stagnierend sind derzeit. Und das finde ich schon interessant, dass ausgerechnet dann diese Entscheidung getroffen wurde. Weil, ja, ich meine, es hätte nicht sein müssen. Und ich habe jetzt hier das Gefühl, dass man durch die Kids-Tour irgendwie großartig profitiert. Jetzt hat man ja Pokémon Day auch umbesetzt, dass es irgendwie der Tag ist, an dem das Spiel released wurde. Aber ich meine, das ist nicht wirklich der Pokémon Day, wenn ihr mich fragt. Zumindest kann ich das, nicht als den ursprünglichen Begriff anerkennen, ja. Das wurde da einfach, hier, wir nehmen jetzt den Begriff, schieben ihn irgendwo hin, erwähnen ihn noch und dann wird uns schon jemand nerven. Also, um es kurz zu machen, ja, ich finde es schade, ich hätte mir wirklich gewünscht, man hätte weitergemacht und ja, ist blöd. Was erwartest du nach Super Mario Maker für die New Super Mario Bros. Reihe? Von Justin Löwe oder Justin Löwe? Ja, ich glaube, du willst da auf was ganz Interessantes hinaus. Nämlich die Frage, wenn wir doch Super Mario Maker haben, was dann eigentlich noch der Reiz der New Super Mario Bros. Spielen sein soll. Wenn man sozusagen dieses riesige Spiel hat, wo es eine endlose Anzahl an Leveln gibt, die man in allen Schwierigkeitsstufen spielen kann, wo man auch selbst Level kreieren kann, die man online teilen kann und die auch noch in vier unterschiedlichen Grafikstilen existieren. Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3, Super Mario World und New Super Mario Bros. Und wo man sozusagen für vier unterschiedliche Spielarten direkt Level kreieren kann. Und ich verstehe definitiv, was ihr meint, muss ich an dieser Stelle sagen. Also, es wird schon schwierig für Nintendo, sozusagen, das nochmal zu übertrumpfen.
was ich für ein New Super Mario Bros. Erwarte. Ich habe ja mal ein Video gemacht, in welchem ich darüber gesprochen habe, was für mich, für New Super Mario Bros. Für die Switch wichtig ist. Bei New Super Mario Bros. 2, wo ich ein bisschen darüber geredet habe, was man da machen kann. Aber tatsächlich, und deswegen finde ich diese Frage auch so interessant, das ist ein ganz neuer Gesichtspunkt, sozusagen zu überlegen, gibt es überhaupt noch einen Nutzen dafür, wenn wir das Super Mario Maker haben? Und das sollte man einfach Super Mario Maker sozusagen als die neue Art von New Super Mario Bros. Nehmen. Und ich glaube nicht, dass ich unbedingt zustimmen würde. Hier fände ich Folgendes sinnvoll. Also ganz auf diese Titel verzichten würde ich nicht. Denn Fan-Level hin und her. Ja, Fan-Level sind wunderbar. Es gibt viele tolle Level da draußen. Viel unglaublich Kreatives. Vieles, was das, was Nintendo gemacht hat, im Schatten stehen lässt. Es gibt aber auch sehr, sehr viel, was einfach keine Level sind, sondern einfach nur eine Hardcore-Aneinanderreihe von Genom. Ich denke, das ist bestimmt voll lustig, wenn ich eine Reihe mache, wo nur Piranha-Pflanzen sind. Und du musst dann auf die Nester springen, dich treffen lassen und dann während du blinkst noch so rüberspringen, dass du es gerade so schaffst. Und das musst du dann 500 Mal machen, damit du es beim 500. Mal perfekt schaffst. Und es gibt einfach zu viele Level, die in diesem Stil aufgebaut sind. Und letztendlich können die Level, die dort kreiert werden, einfach nicht mit denen von den erfahrenen Nintendo-Entwicklern mitteilen. Also, wieso bei das 2 ist jetzt ein bisschen anders, weil man dort sehr viele junge Entwickler hatten. Aber viele Nintendo-Level sind doch wirklich gut strukturierte Level. Und was ich da immer mag, ist, dass die einfach nicht so random sind. Ich mag keine random Platten in der Luft mit tausenden von Gegnern, die überall herumfliegen und so. Das sind für mich keine guten Level. Sondern Level sind immer die, die sozusagen im Kontext ihres Designs von der Schwierigkeit her Sinn ergeben. Und du kannst solche Level machen, aber dann muss es irgendwie designtechnisch auch irgendwie kohärent sein mit der Welt, in der sie sich befindet und mit der Umgebung. Und das kann Nintendo gut. Das merke ich immer wieder. Habe ich jetzt nach dem DS-Teil gemerkt, merke ich jetzt, wo ich nur Super Mario Bros. Wii nebenbei mache. Nur Super Mario Bros. Wii läuft gerade nebenher und ist sogar fast fertig. Also da könnt ihr dann einfach mal reinschauen. Nur Super Mario Bros. U kommt ja danach. Man wird schon sehen, dass es hier wirklich dezidierte Unterschiede gibt im Vergleich zu vielen Fanleveln. Nicht alle, wie gesagt, viele sind unglaublich gut. Aber ich möchte eben doch nicht ganz darauf verzichten. Und deswegen fände ich Folgendes sinnvoll. Man macht sozusagen ein New Super Mario Bros. Für die Switch. Für Vollpreistitel, keine Ahnung. 40-50 Euro. Dann gibt es hier noch ein Super Mario Maker Expansion Pack. Und dieses Expansion Pack kann man sowohl alleine kaufen, dann hat man einfach nur die Möglichkeit, Level zu kreieren, zu teilen und eigene Level zu spielen. Oder aber man lädt es sich sozusagen als DLC von Super Mario Bros. Für die Switch herunter und hat dann sozusagen die Möglichkeit, das oder die einzelnen Level auch in das Spiel einzubauen. Jetzt erinnert euch zum Beispiel bei Super Luigi U, als man die Overworld genommen hat und dann einfach nur die Level ersetzt hat mit schwierigeren Leveln, mit Leveln, die man schneller überwinden muss. Das wäre wirklich eine Möglichkeit, dass man das Ganze sozusagen umgehen kann und dann immer noch einen Abenteuermodus machen kann, aber einem Abenteuermodus, wo dann sozusagen Level von Creatoren mehr oder weniger random eingefügt wird. Natürlich sollte man in der Lage sein, eine Art Schwierigkeitsstufe zu wählen. Und dann kann ich einfach mal sagen, ich spiele das Spiel durch. Da hat man unterschiedliche Level-Untergründe, unterschiedliche Level-Themes. Und dann spielt man das sozusagen durch, aber mit Fan-Leveln. Und da kann man dann auch ganz viel anderes machen. Ja, man könnte dann auch die Herausforderungen parallel laufen lassen, die man aus dem U-Teil hatte. Also ich glaube, dass man sozusagen, wenn man das nicht exklusiv zählt, sondern einzeln, auch nicht nur Fan-Level nimmt, sondern schon ein komplettes Spiel, aber ein komplettes Spiel, was sozusagen noch erweiterungsfähig ist. Das wäre der Weg, den ich gehen würde. Das fände ich persönlich am coolsten, aber ja, das ist so die Idee, die ich jetzt hätte. Gut, dann gehe ich mal zu Twitter rüber. Luna fragt hier, wie schätzt du die Entwicklung der deutschen Sprache ein? Im Laufe der Geschichte hat sich ja immer die Sprache der unteren Gesellschaftsschichten durchgesetzt. Ich meine, das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr viele unterschätzen. Ich nehme mal ein Beispiel. Wer die Serie The Man in the High Castle gesehen hat,
der wird sich daran erinnern, dass es sozusagen in einem Szenario spielt, in welchem die Nazis die Welt erobert haben. Und es spielt das sozusagen in den USA, aber die USA ist nach wie vor englischsprachig. Das Spiel, oder das Ganze spielt 1968. Und viele Nazis unterhalten sich auch gegenseitig auf Englisch. Zum einen, weil natürlich Amerikaner sozusagen rekrutiert wurden. Zum anderen aber auch, um das, glaube ich, wird unterschätzt, um sich aber mit der Bevölkerung unterhalten zu können. Denn einer der ersten Fragen von meinem Bruder dazu war, würden sie nicht versuchen, Deutsch als die Sprache durchzusetzen? Und vielleicht in gewissen Punkten, aber letztendlich geht es darum, dass man sich mit den Leuten unterhalten kann. Und es bringt absolut nichts, wenn du irgendwie versuchst, über 200 Millionen Menschen zu herrschen, die alle eine andere Sprache sprechen. Wenn du so versuchst, sie zu zwingen, alle deine Sprache zu lernen, dann wird das nicht funktionieren. Und du musst zunächst mal mit ihnen auf ihrer Sprache reden, um ihnen überhaupt begreifbar zu machen, dass sie deine Sprache lernen sollen. Und von dort aus kannst du dann weiterschauen. Aber letztendlich geht es Herrschenden auch immer darum, so zu kommunizieren, dass sozusagen die unteren Leute nicht unbedingt sie verstehen, ja, vieles ist auch floskelhaft, aber wenn sie Anweisungen an sie haben, dann muss das zumindest in der gleichen Sprache stattfinden, damit die wissen, was sie machen sollen. Und deswegen setze ich in der Regel auch immer die Sprache der unteren Gesellschaftsschichten durch. Und das wird, denke ich, auch dieses Mal so der Fall sein, aber wir haben ja jetzt nur eine wirkliche Sprache. Wir haben natürlich unterschiedliche dialektale Formen, aber Dialekte sind älter als die deutsche Sprache und existieren parallel problemlos. Und da haben wir natürlich sozusagen Abwandlungen und ich glaube, ich weiß nicht, ob die Frage darauf hinaus wird, aber so die Idee, ob sie dieses Kiezdeutsch eher durchsetzen wird, weil sie die untere Gesellschaftsschicht darstellen, und das glaube ich nicht. Vor allem, weil sie nicht die breite Gesellschaftsschicht aufstellen. Das muss man immer bedenken. Früher, über die Zeitpunkte, wo wir reden, waren die unteren Gesellschaftsschichten 98% der Bevölkerung. Ja, ich glaube, wir alle wissen bei der Französischen Revolution, wie viele die dritte oder im dritten Stand waren und wie viele im ersten und zweiten, also im ersten die der Klerus und im zweiten die Adeligen, nicht andersrum. Also ich glaube, das wissen wir alle. Aber das ist allgemein so, ja. Die Bevölkerung, die untere, ist der allergrößte Teil der Bevölkerung. Wenn man heutzutage einen sehr, sehr starken Mittelstand hat, ja, wir sind jetzt nicht so polarisierend und oben und unten aufgeteilt. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass die unterste Schicht sozusagen die Breite ausmacht, sondern ich glaube doch, dass die sich in Deutsch einigermaßen gut artikulieren können und die Sprache auch absolut zufriedenstellend beherrschen, vielleicht jetzt nicht sich so mit euch unterhalten, wie ich mich unterhalte, aber doch wirklich in einem gepflegten Ton unterhalten, die sind doch, glaube ich mal, die breite gesellschaftliche Schicht. Wie das jetzt genau aussehen wird in 50 Jahren, weiß ich natürlich nicht. Je nachdem, weil wir haben natürlich viele Migranten in der Schule. Kommt natürlich auch darauf an, wo man sie jetzt genau befindet. In Deutschland, aber es ist natürlich schon so, dass das sich dann vielleicht die deutsche Sprache ein bisschen verändern wird. Ja, vielleicht werden wir die Artikel ein bisschen aufweichen, sage ich mal. Wobei das eigentlich relativ konstant geblieben ist. Ich glaube, das, was man am ehesten sehen kann, ist, dass starke Verben immer mehr und mehr verschwinden zugunsten der schwachen Verben, weil die schwachen Verben einfacher zu bilden sind. Ich meine, wer sagt heute noch, ich bug? Ich denke mal, die wenigsten, sondern die meisten werden sagen, ich backte. Und ich glaube, dass wir eher in diese Richtung gehen. So ein paar Sachen zu vereinfachen, aber mit Regeln, die schon da sind. Weil es gibt ja sowohl starke als auch schwache Verben. Nur, dass dann häufiger das schwache Verb angewandt wird. Dass man sozusagen, wie man es davor hatte, eine rückläufige Verwendung des Es beim Adjektiv oder beim Dativ hat. Es gibt ja doch zum Beispiel die Warnung vor dem Hunde. Dieses E verschwindet aber, oder ist schon fast aus dem da, oder ist schon fast verschwunden. Dass sich das sozusagen weiter durchsetzen wird. Man wird eine gewisse Vereinfachungstendenz darstellen. Aber ich glaube nicht, dass man hier wirkliche grundlegende Änderungen sehen wird. Ist zumindest das, was ich so beobachten kann. Und gut, ich hoffe, ich konnte die Frage zufriedenstellend beantworten. Ich habe gerade gesehen, dass Luna noch einige andere Fragen hat, die sie gestellt hat.
Das bedeutet, ich glaube, ich werde das nächste Mal einfach noch ein zweites Q&A-Special dranhängen. Dann haben wir sozusagen zwei nacheinander. Und dann mache ich wieder mit dem regulären Thema weiter. Das heißt, nächste Woche machen wir auch nochmal eins. Und danke für das Ganze, Bad Mark hat 8 Deluxe. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr ein bisschen was übrig habt, unterstützt mich auf Patreon. Und das nächste Mal, wie gesagt, noch ein Q&A-Special. Ich freue mich auf euch. Bis dann.